Hallo, ich bin Brigitte Waldschmidt, Designerin und Künstlerin. Ich male in einer Mischtechnik, es ist eine Mixed-Media-Technik, besonders gerne. Ich verwende alle Acrylmaterialien, alle möglichen Pasten, flüssige Farben, pastose Farben. Und möchte diese Technik heute vorstellen und hoffe, dass Sie Freude daran haben. Und ja, also ich starte jetzt einfach mal. Ich arbeite jetzt für diese Technik auf einem festen Untergrund, auf einem Malboard. Andererseits ist die Technik selbstverständlich auf allen möglichen Untergründen zu bewerkstelligen. Ich kann auf Papier, ich kann auf blankem Holz, ich kann auf Leinwand arbeiten. Jetzt starte ich einfach mal. Ich gebe jetzt erstmal ein bisschen Wasser. Ich kann auch eine Spritze nehmen, dass es ein bisschen flotter und zügiger und weiträumiger geht. Man sieht schon, wie fantastisch die Farbe auf diesem Board läuft. Und es ist jetzt in diesem Stadium auch noch gar nicht wichtig, dass man so ganz exakt arbeitet. Durch die Pasten schaffe ich immer wieder einen gut saugenden Untergrund, der die Farbe auch perfekt annimmt. Und ich kann jetzt eigentlich mich erstmal so ein bisschen treiben lassen und die Farben auftragen, aus dem Bauch heraus sozusagen. Also es ist auch nicht wichtig, dass man am Anfang gleich perfekt die Aufteilung des Bildes vornimmt. Ich nehme eine weitere Farbe, bleibe aber erstmal im sogenannten monochromen Farbbereich. Da die Farben sehr stark laufen und verlaufen und ineinander laufen, ist es wichtig, dass ich also im monochromen Farbbereich bleibe, um ein Eintrüben der Farben erst einmal zu verhindern. Zu dem Magenta und Gelb nehme ich jetzt nochmal die Aero-Color-Farbe Grapprot Dunkel. Eine wunderbare Farbe, die also tatsächlich auch Tiefe ins Bild bringt und bestens zu diesen Gelbnuancen passt. Ich kann auch direkt aus der Pipette mal verschiedene Farben auftragen, um auch einen gewissen linearen Effekt zu bekommen. Und überall, wo ich Wasserstraßen eben hinziehe, dorthin läuft auch die Aero-Color-Farbe bestens. Und lässt sich also wunderbar verziehen und verstreichen erst einmal. Man sieht schon, dieses Supraweiß ist erst etwas dichter in der Konsistenz und verdrängt die Farben. Und es ergeben sich hier wunderschöne Effekte, die sich so nicht einstellen würden. Diese Ränder und Grenze um die Farben herum kann man auch hier sehr, sehr gut erkennen.
vor jedem weiteren Schritt müssen wir jetzt abwarten, bis die Farbe richtig getrocknet ist. Und dann können wir schon mal die ersten Pastenaufträge vornehmen. So, nun ist unser erster Farbauftrag getrocknet und wir können mit der zweiten Schicht starten. Und dazu werde ich die Schminke-Leichtstrukturpaste verwenden und diese in unterschiedlichen Konsistenzen auftragen. Das wird man gleich sehen. Und auch noch die Krakelierpaste. Wichtig ist auch, dass man am Anfang vielleicht nicht zu viele unterschiedliche Strukturen verwendet, sich auf vielleicht zwei Strukturen beschränkt, einfach um das Bild nicht zu zergliedern. Das ist für den Anfänger viel, viel einfacher. Wir starten hier in dem oberen Bereich mit einem Effekt, der im Bild sich also so zeigen wird, eine ganz feine, feingliedrige Krakelierung auch sozusagen, eine Äderung. Und um diesen Effekt erreichen zu können, brauche ich jetzt auch noch ein Blatt Papier, um erst einmal den ersten Pastenauftrag dort abzudrücken. Um diesen Effekt zeigen zu können, brauche ich auch eine Plastikfolie, eine etwas stärkere. Und die Leichtstrukturpaste. Und die trage ich jetzt, also relativ dünn, erstmal auf das Papier auf. Lege die Folie hier drauf. Drücke diese ab. Sie könnte jetzt also fast noch ein bisschen feiner sein, aber es wird so in etwa wird der Effekt zu erzielen sein. Jetzt bin ich auch ein bisschen behutsamer, drücke nicht mehr so ganz fest, um die Struktur, die ich ja schon mal bei diesem ersten Abtragen erhalten habe, um die einfach so zu behalten. Und man sieht schon, ich bekomme also wirklich eine tolle Struktur zustande. Die ist sehr dezent, sehr feingliedrig und kann also auch hinterher wunderbar übermalt werden. Ja. Man kann die Leichtstrukturpaste auch etwas verdünnen, damit erzielt man einen anderen Effekt. Und ich habe schon mal was vorbereitet, das sieht dann so aus, ist also etwas flüssiger als die normale Paste, aber man bekommt hervorragende Effekte damit zustande. Ich gebe die einfach aus dem Topf heraus, gieße ich die auf. Nehme also wieder diese Plastikfolie zur Hand, lege diese auf und verteile jetzt einfach diese etwas flüssigere Leichtstrukturpaste auf dem Untergrund. Und ziehe dann ganz vorsichtig die Folie ab. Und bestimme einfach durch das Abziehen die Richtung und erziele eine ganz sanfte Äderung. Und wenn das Ganze trocken ist, man sieht jetzt auch noch die Farbe, die ursprüngliche Farbe hindurch. Und dadurch wird es also eine Lasurschicht, die ich dann wieder hier auftragen kann. Und die Farbe addiert sich zur unteren Farbe später. Es gibt außerdem
ein Lochblech, mit dem arbeite ich sehr gerne, wenn ich möchte, dass manche Übergänge sich ein bisschen besser harmonisieren, dass der Übergang weicher ist. Und dieses Blech ist quasi wie ein Weichzeichner zu verwenden. Ich setze das jetzt mal hier in diesem oberen Bereich an. Jetzt werde ich wieder die Leichtstrukturpaste in der normalen Konsistenz verwenden und trage diese jetzt durch die Löcher hindurch mit einer Spachtel auf. Und dabei ist es wichtig, dass man das also wirklich gut durchdrückt. Man braucht gar nicht so sehr viel Pastenmaterial einzusetzen. Und auch dieses nehme ich dann behutsam wieder ab. Und es stellt sich ein Effekt ein, der quasi die Konturen der einzelnen Flächen verschwimmen lässt. Ich kann jetzt auch dieses Blech nochmal verwenden und drücke jetzt in dem Bereich nochmal ein bisschen von der Paste durch. Dadurch stellt sich ein etwas abgeschwächterer Effekt ein. Wie man hier jetzt gut sehen kann, wird die Farbe viel, viel weicher und man hat später wieder Fläche, die man sehr, sehr gut bemalen kann. Als weiteren Effekt setze ich jetzt die Krakelierpaste von Schminke ein und trage sie im Bildbereich mit einem etwas dunkleren Hintergrund auf, damit man sie später auch den Effekt sehr gut sehen kann. Für unseren Fall wähle ich jetzt hier dieses Rot. Die wird, wenn sie vollkommen getrocknet ist, in lauter kleine Äderchen aufreißen, was ein ganz, ganz toller Effekt sein wird. Jetzt lassen wir das Ganze aber erst einmal ein paar Stunden trocknen, damit wir weitere Schichten auftragen können. Unsere relativ fein aufgetragene Strukturpaste trocknet eigentlich relativ schnell und so können wir jetzt auch weiterarbeiten. Und ich werde jetzt einen weiteren Farbauftrag mit Aerocolor-Farben vornehmen. Orientiere mich so ein bisschen an der Bildbasis, Farben, die bereits im Bild enthalten sind, wie zum Beispiel diesen Magenta-Ton, werde ich wieder aufnehmen. Dazu feuchte ich erst einmal die Strukturen etwas an. Und man braucht überhaupt keine Angst zu haben, diese Konturen, die Farbkonturen, die einmal fest angetrocknet sind, die werden sich nicht mehr verändern. Jeder weitere Farbauftrag wird sich einfach als Lasur über den Untergrund legen und sich zu der Farbe addieren. Also man muss auch ein bisschen Ahnung von Farbenlehre haben, um zu wissen, was dann hier entsteht. Genügt hier schon ein kleiner Tropfen. Die Farbe ist, wie ich ja eingangs schon erwähnt habe, sehr hoch pigmentiert. Wie man sieht, verteilt sich das bestens. Und um ebenmäßigen Auftrag zu erzielen, nehme ich dann gern die Sprühflasche. Dann verläuft die Farbe noch etwas besser, als wenn ich das mit dem Pinsel mache. Ich ziehe jetzt auch die Farbe in den unteren Bereich
und auch in den Nachbarbereich. Ich gehe immer gerne weitflächiger über die Flächen hinaus, die vorgegeben sind und die ich bemalen möchte. Denn wenn ich Farbe wieder wegnehmen möchte, habe ich die Möglichkeit, das wieder ein bisschen zu reduzieren. Es geht wunderbar. Und ich kann Teilbereiche wieder ein bisschen abtupfen. Solange die Farbe feucht ist, ist das überhaupt kein Problem. So. Jetzt in der Farbfamilie bleibend, werde ich erstmal ein Brasilbraun noch hinzubringen. Ein Ton, der ein bisschen gebrochener in sich ist, aber trotzdem wunderbar zum Bild, zur Farbigkeit passt. Und auch hier werde ich mit der Flasche arbeiten. Und wie man schon sehen kann, die Strukturen entwickeln sich ganz toll im Zusammenhang mit der Farbe. Und auch hier werde ich das also nicht ganz so geschlossen machen. Es ist immer gut, wenn man auch ein paar offene Flächen im Bild hat, gerade wenn das Bild insgesamt einen sehr leichten Eindruck vermittelt. Jetzt kann man auch hier schon ganz schön erkennen, die Krakelierpaste nimmt jetzt die Farbe auf und dann zieht diese feuchte Farbe zieht unter die Krakelierpaste und man erkennt die Brüche. Das ist jetzt hier, da ich sie sehr fein aufgetragen habe, fällt das Ganze auch sehr fein aus. Aber wenn man die Paste dicker aufträgt, sind diese Strukturen, wie sie jetzt hier zu sehen sind, in dem Bereich, ich tupfe das mal wieder ein bisschen ab, sind also noch viel, viel intensiver dann zu sehen, weil sie einfach grober sind, je dicker ich die Paste auftrage. Ich nehme als weiteren Akzentton Titangrün-Gelblich und werde den jetzt hier noch ins Bild mit einbauen. Auch hier nehme ich ihn wieder ein bisschen zurück. Und jetzt werde ich noch mal das schöne Grabrot dunkel einsetzen. Verteile dieses Rot jetzt auch nicht so ganz intensiv auf der Fläche. Das Rot sucht sich den Weg, das wird in die andere Farbe regelrecht hineinkriechen, da alles noch sehr feucht ist. Also ein bisschen. Und dadurch entsteht auch wieder eine gewisse Plastizität und ich nehme quasi diese Grundstruktur der Farbe, nehme ich wieder ein bisschen auf. So, jetzt werde ich hier auf dieser Seite, dadurch, dass es jetzt doch schwer geworden ist auf der Seite, werde ich noch ein bisschen Farbe auf der linken Seite verteilen. Aber hier wirklich sehr sparsam mit viel Wasser. Und ich kann mir dazu auch immer wieder Farbe aus dem Bereich, der bereits Farbe angenommen hat, aufnehmen. Dann wird das auch nicht ganz so intensiv. Ich verteile das wieder ein bisschen. Hier im unteren Bereich auch wieder ein bisschen Weiß hervor durch Abtupfen der Farbe. Und eigentlich müsste man der Sache jetzt wieder Zeit geben, dass sie trocknen kann.
Und wir könnten, wenn wir das wollten, jetzt noch mehrere Schichten auftragen, ist aber bei diesem ebenfalls leicht angedachten Bild reicht es völlig aus, diese Verdichtung. Man muss nicht bis zum Schluss immer wieder Pastenaufträge vornehmen. Und wie gesagt, für mich ist dieses Bild jetzt soweit fertig und ich möchte es jetzt erstmal trocknen lassen. Und später kann man ja vielleicht immer noch mal sehen, ob man was dran ändern möchte oder nicht. Aber es ist nicht unbedingt notwendig. Und wenn Sie noch ein bisschen Inspiration haben möchten, dann kann ich Ihnen mein Buch empfehlen. Das ist ein Buch über Inspiration erleben. Da geht es nicht um irgendwelche Maltechniken, sondern wie komme ich überhaupt zu einer Bildidee und wie komme ich zu Farbideen, zu außergewöhnlichen Bildern. Und das ist eigentlich eine Inspirationshilfe, damit man abseits von den gegenständlichen Motiven in dem abstrakten Genre sich auch zurechtfindet und Input bekommt für eigene Bilder, die also wirklich auch Persönlichkeit haben. Seien Sie mutig, versuchen Sie einfach mit den tollen Materialien, mit denen ich arbeite und die ich heute vorgestellt habe, kann man wirklich zu wunderbaren Ergebnissen kommen. Es ist absolut verkehrt, sich selbst irgendwie Angst zu machen. Man kann alles, man kann die Sache wieder übermalen, man baut sie wieder neu auf. Ich möchte einfach nur Mut machen, um zu Bildern zu kommen, die Freude bereiten.